So, zack, haben wir den Snapper beseitigt. Okay, dann mal nach Westen zu Kajor und seinen Freunden. Mal gucken. Ja, hier war ich schon mal. Ich bin irgendwie der Meinung, dass hier noch irgendwelche gefährlichen Untiere in der Gegend rumgehüpft sind, aber offenbar waren das bloß hier die Sandcrawler, die ich schon platt gemacht habe. So, da drüben sehen wir schon, da ist irgendwie eine Höhle, da werden wir auch gleich hingehen, aber ich will mal so ein bisschen die Richtung ansteuern, denn wenn ich mich recht entsinne, steht ein Kumpel von Kajor, nämlich Sanuyem, in der Gegend rum hier und wartet drauf, dass irgendjemand vorbeikommt, den er in die Höhle führen kann, sozusagen. So, erstmal aber Sandcrawler kloppen. Ich finde das immer komisch, wenn die Sandcrawler sagen, weil ja Crawler steckt drin, ich meine, to crawl ist ja nur mal ein englisches Wort, ne? Und dann Sand von dran zu sagen, zu pappen, das ist irgendwie so. Ich mag dieses Denglisch nicht, entweder ganz englisch oder ganz deutsch. So, komm her jetzt her, komm schon, komm schon. Ich meine, klar, manches bürgert sich ein, aber Crawler ist ja nun mal sowas, naja. Gut, es ist halt eine Tierbezeichnung hier, ne? Aber es ist sowieso ein bisschen komisch, dass viele Tiere englische Namen gekriegt haben. Snapper, Crawler, auch die Mole Rats. Ich habe ja früher mal, als ich kleiner war, habe ich immer Mole Rat gelesen an der Stelle. Bis mir dann irgendwann mal bewusst wurde, Mole Rat, vielleicht doch irgendwo die Maulwurfsratte, könnte ja doch sein. Nun ja, aber ansonsten ist ja alles deutsch, ne? Hätte man vielleicht auch deutsche Namen nehmen können. Für ihn hier Kriecher oder sowas. Wobei Sandkriecher auch irgendwie dumm klingt, muss ich schon zugeben. Und bei Snappern, ja, Schnapper ist auch irgendwie komisch. Oder hey, die Weiterentwicklung von den Snappern, wenn wir dann die Razor haben. Gibt's ja genauso. Oder was haben wir noch? Ripper gibt's noch, fällt mir gerade ein, auf die Schnelle. Alles englische Namen, meine Fresse, so viele. So, komm her. Wenigstens haben die Wüstenläufer ihre Namen behalten, beziehungsweise Schattenläufer. Denn das wäre irgendwie doof. Ich weiß gar nicht, wie die dann im Englischen heißt. Weiß nicht, ja, Shadowrunner und Desert Runner, das ist irgendwie wirklich dämlich. Ach Mensch, die Viecher wachsen ja aber auch wie Unkraut, habe ich das Gefühl. Wie viele von denen hier rumkriechen, das ist unglaublich. So, ich halt schon mal im Hintergrund mit Ausschau nach Sanuyem, falls der vielleicht schon irgendwo steht. Das könnte durchaus sein, dass er irgendwo mal mitten in den Ruinen drinne steht und uns zuguckt, wie wir hier um unser Überleben kämpfen und sich dabei eine Fluppe anzündet. Ach, zwei noch. Na sowas. So, mal kurz zur Seite gegangen. Und neuer Versuch. Ja, schön. Jetzt treffen wir auch mal was hier. So, zack. So sieht das aus, wenn wir auch mal treffen. Und vorbei mit dir. Sag mal, weißt du hier? Warum schlägt denn der manchmal nicht zu? Ich verstehe das nicht. Komm schon, komm schon. Komm schon, komm schon. Tu es, tu es. So, das dürfte dann aber jetzt endgültig der letzte sein, oder? Ich wünsche es mir. Sagen wir es mal so. Gut. Puh. Haben wir das dann endlich mal. So, dann können wir auch mal gucken, was es denn hier unten im Grab gibt, das die sozusagen bewacht haben. Es wäre mal geil gewesen, wenn die so ein Grab irgendwie umfunktioniert hätten zu einem Crawler-Nest. Und wenn sie mal so ein richtig tiefes Crawler-Nest irgendwo noch hingesetzt hätten. Einfach nur so aus Spaß an der Freude. Und nochmal mit einer Crawler-Königin, wie es sie in Gothic 1 gab. Das wäre cool gewesen. Abgebrochen. Och, Held. Abgebrochen. Willst du mich verarschen? Mach die Kiste auf! Abgebrochen. Geht doch. Vier Dietriche für eine beschissene Kiste. Ach, Typ.
Und ich habe immer noch diesen dämlichen Hörnerhelm auf, sehe ich gerade. Wir müssen noch mal was anderes finden, Mensch. Also wir finden auch noch was anderes, das weiß ich. In einem Tempel sogar, das können wir uns dann mal aufsetzen, wenn wir es denn finden. Nämlich eine Krone. Ich weiß bloß nicht, in welchem Tempel, das ist die Sache. Es könnte sogar hier in Morasul sein. Ach, jetzt müsste man natürlich wissen, wo Sanuyim rumsteht. Ach komm, was soll's. Speichern wir mal. Und dann geht's gegen die Crawler ja auch noch ran. Ich würde denken, er steht hier irgendwo bei den Ruinen rum. Bei den 70.000 Crawlern natürlich. Ach Mensch. Kann keine Crawler mehr sehen. Ganz ehrlich. Diese blöden Viecher gehen mir auf den Keks. Das ist natürlich toll, dass ich mir mal so ein Crawler-Nest wünschen würde mit Crawler-Königin, ne, wenn sie mir auf den Keks gehen. Aber ich fand das damals stilvoll. Ich fand das richtig stylisch, dieses Nest, dieses wirklich tiefe Nest, das in die totale Finsternis geführt hatte. Und dann traf man auf die richtig fette, widerliche Crawler-Königin, die eigentlich nur eine Gebärmaschine war, die ein Ei nach dem anderen hat rausploppen lassen. Die war ja wirklich richtig eklig. Und ich kann es mit vielen gleichzeitig aufnehmen. Ich halte sie alle in Schach. So. Wenigstens klappt es hier ganz gut, dass selbst wenn sie dann ihre blöde Verteidigung ansetzen, dass ich ihnen was abziehe. Das ist halt wirklich sowas, ohne die alternative KI würde das ziemlich schnell gehen, die Kämpfe. Da ist das wirklich ganz locker gemacht, ganz easy peasy. Stellt man sich hin, prügelt ein bisschen auf die einen und dann weichen sie nicht zurück und sie verteidigen auch nicht. Aber so ist es natürlich wirklich ein ganzes Stück härter, die Kämpfe durchzuführen. Zumal die Schweine auch, gerade die menschlichen NPCs, die menschlichen Gegner, die nutzen das gnadenlos aus, wenn man mal eine Deckung offen lässt oder so. Also wenn man sich mit einem Gegner beschäftigt, dann kommt der andere von der Seite an und prügelt einem die Klinge in den Leib rein und schneidet einem die Leber raus oder so. Also das ist schon ein ganzes Stück herausfordernder, finde ich, mit der alternativen KI. Das macht das Spiel schon ein bisschen knackiger. Aber wir sehen, es ist auch so, jetzt immer noch, ich meine, rein dem Kampfsystem geschuldet, ist es halt trotzdem jetzt nicht so übermäßig abwechslungsreich und nicht so übermäßig herausfordernd. So, fressen, Brotzeit. So, morgens 9:30 in Warand. Weil es jetzt so heiß ist, gibt es keinen Knoppers, sondern ein Stück gebratenes Fleisch. So, Sanuyim, wo bist denn du? Ach nein, ach nee. Warum denn? Aber warum denn? Muss das denn sein? Haben wir das nötig, schon wieder gegen Crawler zu kämpfen? 4 Stück, na super. Und jetzt kommen bestimmt wieder aus irgendeiner Ecke noch 6 weitere angeschissen, wie es halt immer so ist. Was bin ich froh, wenn wir aus den Ruinenfeldern raus sind. Also ich mag Warant ja, aber die Ruinenfelder sind schon ganz schön anstrengend. Und dabei haben wir jetzt noch nur die Hälfte der Gegner. Denn, wie wir schon gehört haben, wenn wir den Tempel von Morasul öffnen, gibt es eine Untotenplage hier in den Ruinenfeldern. Und das wird dann nochmal ein ganzes Stück an Gegnern geben, die hier dann rumstehen. Die Armee der Finsternis, die Armee des Todes. Und Ilya, der Spion der Untoten, wird sie anführen. Ich weiß es genau. Und da kommt schon wieder einer angeschissert. Ich wusste es doch. Es ist doch immer dasselbe mit euch. Und da kommt schon der nächste angeschissert. Ist doch klar. Nicht, dass ich irgendwann mal genug haben könnte, gegen Crawler zu kämpfen. Nein, schickt einfach noch 30 weitere. Ist doch okay. Hat doch nichts Besseres zu tun. So, komm, stirb. Stirb, stirb, stirb. Ja. Fein, dass du meiner Bitte folgst. Na aber. Feinartig bleiben hier bitte. Das Gute ist, wenigstens kann ich den Crawlern nichts abnehmen, keine Gegenstände, also nichts plündern von ihnen. Sonst würde ich das zwanghafterweise jedes Mal tun und dann würde ich nie fertig werden. Ich kommentiere das jetzt nicht weiter, dass schon wieder ein Sandcrawler aus den Ruinen rausgekommen ist. Was war denn da?
Boah, Typ! Da macht er einen Angriff und dann tritt er aus zu sehen auf diesen Haufen von Steinen hier und rutscht weg. Ich werd bescheuert, ey. So, wo ist denn jetzt? Ich hab doch gerade... Gut, gut, gut. Wenn er nicht will, dann ist auch okay. Ich hab nicht das Bedürfnis, ihn zu bekämpfen. Er kann ruhig... Soll er sich in die Ruinen verkriechen? Ich will meine Ruhe haben. So. Sanuyem! Heißt du Sanuyem? Nein! Also geh ich sterben. Blöder Crawler. So, zack. Nebenbei mit erledigt. Weil wir es können. Wo ist denn der Kerl? Ich bin mir ziemlich sicher, dass der hier irgendwo rumsteht. Nee, da oben nicht. Oder doch hier am Rand? Mann, ich will den aber mitfinden, weil es halt einfach mit dazugehört und sonst nicht vollständig ist im Prinzip. Yay! Ich bin begeistert. Nein! Crawler, Mist, Drecks, Vieh, Kackgesicht. Sterben sollt ihr allesamt. Ich hasse euch wie die Pest. Da! Und wieder drei und ich sehe schon den vierten im Hintergrund. Warum denn nur? Warum muss es denn immer sein? Warum könnt ihr mich nicht mal in Ruhe lassen? Was ich für eine Killrate an Crawlern hier habe, das ist schon krass irgendwie. In den Ruinen. Ach nee. Ja, lass mich in Ruhe, du kommst da auch gleich dran, Mensch. So, drauf und tot. Und der nächste bitte. Und dann kämpfen wir uns raus und schon ist er tot. Den scheinen wir schon mal angekratzt zu haben irgendwie. So, jetzt mach da mal her. Da werde ich aber langsam ungeduldig. So, hat sich das. Ich hoffe für immer. Ich will keine Crawler mehr sehen. Was machst du? Achso, ich bin aus Versehen auf irgendeine Taste gekommen. So. Ich bin echt der Überzeugung, dass Sanuyem hier irgendwo rumsteht. Mann. Ansonsten gehe ich jetzt einfach zu Kaior. Ich weiß ja, wo er ist. Von daher kann ich mir das eigentlich sparen. Aber erstmal Feuergolems töten. So einen alleine hatten wir schon mal in Alchidim gehabt. Das ist ja nicht das Problem an sich. Man muss erstmal nur ausweichen, solange die hier ihren Kram da machen. Aua! Arschloch! Hier komm mal in den Nahkampf. Ja, so will ich das haben. Genau. Oh, schlecht. So will ich das nicht haben. Süß, wie sie ihre Arme so vorstrecken immer, um es nieder zu boxen. So, zack, einmal drauf. Ja, lass mich mal kurz. Ich muss verschnaufen. Hält. Du bist jetzt nicht daran gestorben, dass du diese Düne nicht erklimmen konntest, oder? Ich hasse dich! Mann! Ja, spielt tragische Musik ein, bla bla bla. Mann, so eine Scheiße. Ich hasse es. Gut, dann lassen wir die verdammten Golems jetzt einfach dort. Wenn wir irgendwas Fernkampfmäßiges hätten, wäre es natürlich einfacher. So Magie oder Pfeile oder so, dann... Könnte man die ein bisschen aus der Ferne beschießen, aber gut, dann lassen wir die jetzt einfach. Ist mir jetzt auch egal. Ich will jetzt eigentlich gar nicht großartig kämpfen. Ich will nur zu Sanuyem und zu Kaior. Gott verdammt. Aber ich finde den Kerl nicht. Was ist das hier eigentlich? Was soll das darstellen? Komm, lauf runter, Mensch. Der war irgendwo in den Ruinen, da bin ich mir sicher. Ich bin doch nicht blöd, Mann. Irgendwie hier bin ich ja reingelaufen in die Ruinen und hab dann... Ja, da ist er ja! Meine Güte! Ich wusste doch, dass er hier ist! Gott verdammt nochmal! Sanuyem, du bist scheiße schwer zu finden! Du, Wanderer, endlich bist du gekommen! Ja! Was willst du? Merdarion, der Wassermagier, schickt mich. Ich bringe dich zu ihm, wenn du es wünschst. Natürlich, gerne doch! Die Sache ist nämlich, wir haben nicht bloß Kaior dort, sondern auch Merdarion steht bei Kaios Sippe mit in der Höhle rum. In der Wüste kann es ziemlich heiß werden. Deshalb ist es gut, wenn ein Mann weiß, wie er sich vor der Hitze schützen kann.
Was ist das für eine Bemerkung? In der Wüste kann es ziemlich heiß werden? Bitte? Das ist genauso dummer Trash-Talk wie schönes Wetter heute, so wolkenfrei in der Wüste. Bring mich zu Medarion. Folge mir, Wanderer. So schön sonnig in der Wüste, ne? War die letzten 3 Tage nicht so. So ein tolles Wetter. Und hey, in der Wüste kann es ziemlich heiß werden. So, übrigens auch ziemlich kalt in der Nacht. Das hast du nicht erwähnt.